Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 6 auf meinem Kanal. Ja, in der letzten Folge haben wir ja unsere Strecke gebaut bis nach Margaret. Ich habe die jetzt noch so ein bisschen verschönert, über so ein paar, also ein kleines Detail bisher hingesetzt, habe noch nicht so viel dran gemacht, weil ich auch noch ein bisschen warte, bis sie wieder eingebaut wird von den Städten, von den Häusern. Genauso wie hier an diesem Bahnhof werde ich erstmal noch nichts machen. Hier kommt erstens noch ein Gleis dazu und wer weiß, wie sich die Stadt entwickelt. Ich habe die ganzen Städte alle mit Bussen versehen. Und würde sagen, die Linie habe ich schon angelegt. Wir haben auf beiden Seiten, wie viele Züge nehmen wir denn erstmal? Ich mache hier mal gerade erstmal noch ein Terminal hin. Sups. Zack. Mal gucken, was wir jetzt für einen Zug nehmen wollen. Ich würde fast sagen, wir nehmen erstmal nur zwei Stück. Was haben wir denn so? Geld spielt erstmal nicht so die Rolle. 90 Leute. Nee, würde ich nicht kaufen. Wir könnten hier eigentlich mal unsere Standard nehmen. Die haben wir nämlich noch nicht. 136 Leute, zwei Stück. Kann man machen. 375 Leute, Alter. Den kann man auf jeden Fall irgendwann nochmal einsetzen. 5000 Kilonewton, Alter. Der geht ja ab, der Zug. Der hat 13.000 PS und fährt mal gerade 160. Der Schwede. Dann haben wir noch den Stadler Flirt 2. Kann man auch nehmen. Oder hier mittlerweile die ÖBB. Die kann man auch nehmen, aber die haben wir schon, nur in etwas kürzer Version. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal hier die BR 423. Einmal hier. Zack, können wir die losschicken. Die können wir losschicken. Und für die anderen fahren wir dann gleich einmal mit. Von der anderen Richtung kommend, von Margaret. Jetzt mal gucken, wie die Weiche funktioniert. Ist, glaube ich, egal. Können wir die nehmen hier. Dann nehmen wir jetzt den gleichen. Dann fahren wir einmal die Strecke ab. Dann nehmen wir ja auch den. Ja, dann kommen wir jetzt noch mit den Farben. So. Setzen wir uns da mal rein. Gucken uns den einmal von außen an. Jetzt irgendwie nicht der lauteste Zug. Man hört gar nichts von dem Zug. Wir haben ja nicht so einen nervigen Ton. Doch, man hört was. Gut, wir genießen einmal die Fahrt. Ich halte mal meine Klappe. Und dann mal sehen, ob ihr gleich das kleine Detail seht. Ich habe so eine kleine Szene eingebaut. Mal sehen, ob ihr die seht. Bis dahin, bis gleich.
Jetzt aufgepasst, meine Freunde. Das kleine Szenario. Hast gesehen? Ich hab dir das gesehen. Ja. So, jetzt sind wir in London wieder angekommen. Jetzt sieht es natürlich noch ein bisschen kahl aus. Und wir haben jetzt keine Verbindung zwischen dem und dem Bahnhof. Deswegen müssen wir jetzt halt hier noch unseren Transitzug raufsetzen. Damit die Leute dann auch von A nach B kommen. Und da würde ich ganz gerne hier wieder die 474 nehmen. Die ist dazu eigentlich ganz gut. London Transfer. Nicht so teuer. So, das ist natürlich jetzt... sieht jetzt gerade im ersten ein bisschen doof aus, weil hier habe ich einen Fake-Train draufgestellt. Auch das Gleis so ein bisschen einwachsen lassen. Und ja... Der steht da und vergammelt da jetzt so vor sich rum. Und wir fahren jetzt mit dem hier. Ich habe eine Weiche drin. Kommt der nachher wieder rüber? Wäre der ja nur auf der Seite. Genau, das soll er ja nicht. Stopp. Dann muss ich noch eine Weiche reinsetzen. Zack. Mal gucken, dass der Transfer auf dem Gleis läuft. Guter. Dann kann es weitergehen. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Ich habe noch nicht so viele verschiedene Schranken, weil letztes Mal die Mod, die hat ja so viele. Da musste man ja erstmal das Thema durchs Bild schieben. So, wir haben jetzt hier also den Transferzug. Hier waren auch schon gut Leute. Wird schon bald die hier zu klein. 38 können die mal mitnehmen. Er hat jetzt auch schon 25. Ich hoffe ja, dass irgendwann die Leute hier rüberlaufen, hier einsteigen, hier wieder einsteigen und dann hier, keine Ahnung, bis nach Margaret oder Dover fahren. Er hat natürlich auch noch 0 Leute. Er hat noch 0 Leute. Das dauert jetzt ein bisschen, bis das anfängt. Wir lassen die Zeit mal ein bisschen schneller laufen. London Bus warten 15. Den grünen. Den grünen Bus. Wo ist denn meine... mein Depot? Da ist mein Depot. Vielleicht sogar wir noch einen kleinen darauf packen. Oder können wir den halt auch in grün machen. Ja, zack. 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 London Bus. Geht da noch ein zweiter mit drauf. Quasi ein Flixbus. So. Ist ja schon wieder da. Wieder mal das ruckzuck hier. Ah. 38, der ist voll gewesen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das dann nachher... wie das dann nachher so weiter funktioniert. Wir warten alle auf den grünen. Im blauen Bus wartet irgendwie kein Schwein. Hätte es eine Person dabei. Und dann nimmst du die jetzt alle mit. Passt, ne? So. Natürlich irgendwann mal hier welche haben. Jetzt kommt, ist er auch wieder voll. Er ist auch schon wieder voll. Da kam gerade einer rübergelaufen. Habe ich genau gesehen. So, das dauert natürlich jetzt erstmal, bis es alles wieder anfängt. Jetzt kommen hier die ersten Leute. Da kommt jetzt der erste Zug. Der wäre hier dabei. 2. So, der soll, die sollten jetzt, wenn es optimal läuft, nicht zu dem Haus hier tigern, sondern jetzt hier rüber in die andere Bahn einsteigen. Und im besten Fall dann noch die nächste Bahn auch wieder nehmen. Da kommen sie raus. Können wir mal gucken, wo die hinwollen. Ziel ist das Geschäft. Und Ziel ist der Arbeitsplatz. Wo ist das? Aha, endet auf jeden Fall den zweiten Zug. Und das Geschäft ist... okay, das Geschäft ist in London, aber nimmt er auf jeden Fall auch den zweiten. Sehr schön, das funktioniert.
Hier kommen sie angetigert. Perfekt. Dann noch keine dabei. Da kommt er wieder. Fast voll. Das ist natürlich gut. Dann machen wir jetzt endlich Gewinn. Mit der ersten Linie. Finanzen, ja. Mit ihm wahrscheinlich noch nicht, ne? Nee, noch nicht. Müssen irgendwann mal die ersten Leute hier rüberstiefeln. Das wäre halt echt cool. Aber ich weiß halt, dass es auf jeden Fall jetzt funktioniert. Wo kommt ihr denn her? Ziel Wohnort. Der Bauarbeiter. So, er hat jetzt zwei dabei, richtig. So, die steigen hier aus. Und marschieren dann da. Er marschiert da schön rüber. Perfekt. Das funktioniert. Da ist er. Und er möchte jetzt in seinen Zug einsteigen. Und dann gleich nach hier hinten hinfahren. Perfekt, hier kommt schon wieder der einer. Komm, krieg ich. 31. Perfekt. Hier, es wird das langsam immer mehr. Gut. Das funktioniert, sehr schön. London wächst auch immer weiter. Ich hoffe mal, dass das nachher alles noch hier so konform geht mit unseren FPS, ey. Da habe ich so ein ganz bisschen Bammel vor. Jetzt haben wir schon über 1000 Leute dazu. In 7,5 Jahren. Abwarten und Tee trinken. Der gerade angekommen. Perfekt. Na, der wird doch fast voll, oder? 26. So, hier ist schon die erste. Hier bauen sie auch weiter fleißig. Langsam wachsen die ganzen Bahnhöfe ein. Er hier sowieso schon. Aber der hat keinen zweiten Straßenanschluss. Sehr schön. Ja, er hier kommt auch langsam. Hier hatte ich die Ampeln, die Schranken gesehen, die erst irgendwie auslösen, wenn der Zug da schon rüberfährt. Mal die hier nehmen. Ich glaube, die lösen gleich ein bisschen früher aus. Jetzt fährt er los. Ja, die sind wenigstens zu, bis dann, dass der Zug da ist. Aber die anderen gingen erst zu, wo ich über die einen rübergefahren bin. Das war halt ein bisschen blöd. Und wie sieht das jetzt aus, wenn der sich hier so lang schlängelt? Ah, gespannt. Weil schon hast du ein neues ein Screenshot machen. Für die fürs Thumbnail. Sieht gut aus. Hat doch was, oder? Wie so am Berg vorbeischlängelt. Finde ich gut. Ja. Meine Freunde, dann würde ich sagen, dass jetzt alles funktioniert hier. Dann können wir. Entweder machen wir jetzt gerade hier für London die Lebensmittel. Oder wir bauen es mal gerade. Genau, das machen wir mal gerade. Bevor sich das nachher hier alles zu weit ausbreitet. Bauen wir schon mal den Flughafen, auch wenn das noch dauert, bis wir den haben. Aber ich möchte halt den Platz mir reservieren quasi. Weil das Ding ist ja schon ganz schön groß. Und das muss ich dann ja auch noch ein bisschen verschönern. Weil das natürlich jetzt mit dem Fluss hier echt so ein bisschen doof aussieht. Zack. Vor allem mit dem Feld jetzt hier oben drauf. Ah, natürlich ein bisschen blöd, aber das kriege ich nicht weg, glaube ich, ne? Ne. Das Feld kriege ich nicht weg. Das Feld bleibt da. Na gut. Okay, macht auch nichts. Machen wir da wieder hin. So. Dann war hier ein Feld mit drauf. Kann jetzt nichts gegen ändern. So, und dann haben wir jetzt hier. Wir können doch jetzt hier überall Straßen anschließen, ne? Richtig. Perfekto. Möchte ich natürlich eigentlich ganz gerne da drauf gehen und nicht da. Dann fehlt nur das eine einzige Haus, was jetzt hier hinten steht. Wird natürlich jetzt abgerissen. Was dann macht es so?
Dann nicht. Weil ich möchte nämlich von dem Bahnhof, ich habe ja hier noch das zweite Gleis, möchte natürlich auch den Transferzug dann direkt hier zu dem Bahnhof machen, oder zu dem Flughafen machen. Da brauche ich natürlich auch noch einen kleinen, man könnte es natürlich auch mit Bussen machen, aber das wäre ja natürlich, ja. Ihr wisst selber, ne? Das ist halt nicht so schön. Das Problem ist, nur einen eingleisigen Bahnhof bekomme ich nur hier von den Standard. Eingleisig, 120 Meter reicht. So, der Straßenanschluss bräuchte ich, machen wir mal. Aber ich glaube nicht, dass wir den brauchen. Weil ich natürlich jetzt hier rangehen könnte, aber das kann ich nicht. Das könnte ich jetzt höchstens hier hinten. Dann gehe ich natürlich jetzt schon ganz schön dicht hier an den Fluss ran. Oder wir gehen halt hier hin. Weil ich glaube, hier kommen wir den Gleisen sowieso nicht rüber, ne? Über das Stück hier. Oder ich setze ihn hier hin. Natürlich eine echt kurze Fahrt. Ich glaube, wir setzen den Zug, den Bahnhof besser hier hin. Machen doch Höchstgeschwindigkeit. So. So. Aber ich glaube nicht, dass wir hier rüberkommen. Seht ihr? Da kommen wir nämlich eh nicht rüber. Und da ist das gar nicht jetzt so schlecht gewesen, dass wir das jetzt so gemacht haben. Wie gesagt, den Flughafen werde ich jetzt erstmal noch nicht in Betrieb nehmen. Das ist jetzt einfach mal gerade erstmal nur dafür da, dass ich hier quasi jetzt die Strecke abgesetzt habe und den Platz mir reserviert habe. Tunnel wäre ganz geil, ja. Wenn ich jetzt den direkt hier drauf ziehe, was passiert dann? Ja, perfekt. Wird zwar mehr so eine Untergrundbahn dann, aber so stört es uns am wenigsten. Und wir kriegen die Leute dann darüber. Und von da aus können sie dann auch überall da rein. Eigentlich bin ich damit zufrieden. So stört es am wenigsten. Und der Bahnhof deckt nicht das vierte Terminal ab. Das ist natürlich jetzt schlecht. Das ist natürlich jetzt kacke. Dann geht das nicht. Wir müssen das vierte Terminal damit rankriegen. Wenn ich jetzt hier hinten den Bahnhof setzen würde, haben denn diese anderen hier die neuen? Die haben eine größere Reichweite. Bei denen würde ich jetzt bis da hinten hinkommen. Problem ist, ich komme über die eine Straße da nicht rüber. So, mit dem, wenn ich den Bahnhof hier hinsetzen würde, würde ich alles abdecken. Würde ich wahrscheinlich bei dem auch hinkriegen, ne? Zweiter Straßenanschluss lassen wir erstmal doch lieber. Nein. 120 Meter. Der will sogar noch weitergehen. Dann muss ich den nehmen. Muss den auch hier hinsetzen. Muss ich nur irgendwie gucken, dass ich jetzt hier doch irgendwie diese Straße überwinden kann. Nein, ich habe eine Idee. Entschuldigung, meine Freunde, dass ich hier die ganze Zeit alles abreiße. Wir haben noch den Bahnhof, den oberliegenden. Warum nehmen wir den denn nicht? Den. Zwar auch zweigleisig, aber egal. Okay, 160 Meter wird er dann halt lang. Zwei Gleise, Oberleitung ja. Track Layout. Oh, das ist halt völlig Wumpe. Station nur 12 Meter. Das Dach machen wir auf Full und auf Less. Tramgleise brauchen wir nicht. Natürlich der entsprechende Bahnhof jetzt hier für den. Das ist natürlich jetzt dumm. Wie kriege ich jetzt das da hinten vernünftig abgedeckt?
Wir haben ja hier auch noch, hier haben wir ja auch noch ein zweites Gleis. Könnte man dem da noch drauf gehen, dass man dann von dem direkt zum Flughafen und von dem Bahnhof direkt zum Flughafen kommt? Weil sonst hätten wir halt, dass hier alle da oben umsteigen müssen. Und ich glaube, das wäre... Boah. Oder man baut hier den Fernzug mit ran. Oh, das ist natürlich jetzt echt doof. Was machen wir denn da jetzt? Wasser ist mir hier zu dicht dran. Und so kriege ich das nicht wieder weg. Ah, ihr seht schon. Es ist noch nicht so einfach. Kann ich den noch weiter nach hinten setzen? Ich muss noch weiter nach hinten. Ah, nicht möglich. Hier geht's hin. Muss man hier hinbauen. Dann stimmt auch das Feld nicht mehr. Das ist natürlich jetzt hier auch ein steiler, dichter Anflug. Können Sie hier runterkommen? Ui. Den Berg, den tragen wir noch ein bisschen ab. Das ist nicht das Problem. Dann habe ich nämlich jetzt hier aber genug Platz, um den Bahnhof hinzusetzen. Und kann ihn dann halt auch noch vernünftig verstecken. Die Endgleise. So. Jetzt habe ich halt hier noch Platz, dass ich dann da vernünftig meinen Kram hinkriege, meinen Abschluss. Und bin jetzt aber auch hoch genug, dass ich jetzt hier... Wie das geht? Das geht echt? Ja, leider keine Autos fahren, ne? Das will ich aber nicht. Das ist mir noch zu flach. Wir sollen hier ruhig noch eben fahren. So. Ja, dann lassen wir es lieber so, weil sonst backt das so komisch zusammen. So, und jetzt müssen wir den hier einmal wegreißen. Gehen wir mit dem, versuchen wir da direkt drauf zu kommen. Das funktioniert. Zack. Mit dem gehen wir dann hier neben. So, zack. Gehen wir dann auch in den Tunnel rein und lassen ihn da unten einfach erstmal so auslaufen. Sieht optisch schöner aus. Und der Bahnhof deckt alle Terminals ab. Der Bahnhof steht natürlich schief. Oder? Natürlich steht der Bahnhof schief. Gut, das werde ich aber im Offscreen machen. Wir sind ja schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. So haben wir natürlich mal den Flughafen in London, von wo aus wir dann gleich weiterfliegen können. Hier warten auf jeden Fall eine ganze Menge Leute. Sieht es bei ihm hier aus? Er hat 16 Leute dabei. Gar nicht so schlecht. Hat er auch schon mal irgendwelche Leute hier geladen. Immer nur entladen. Aber irgendwann müssen die Leute auch wieder zurück. Das ist natürlich schon eine Menge. Welche Linie warten jetzt so viel? Oh, beide. Also die sind hier schon mal zu klein jetzt. Kriegen wir mit denen gar nicht mehr mit. Wir müssen mal die in der Doppeltraktion laufen lassen. Oder müssen wir mal gucken. Wir warten schon viel zu viele. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Haut rein. Ciao.